Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben im Koalitionsvertrag mit der SPD das erste Mal verankert, dass eine Tourismusstrategie auf den Weg gebracht werden soll. Damit sind wir im Vergleich zu den vorangegangenen Legislaturperioden in deutlichen Schritt nach vorn gekommen. Und der zweite Punkt, das muss ich Ihnen zugestehen, liebe Kollegen von der FDP bzw. von den Linken, durch Ihren Antrag haben wir in der Kernzeit die Möglichkeit, dieses Thema ganz einfach zu diskutieren. Dafür herzlichen Dank. Aber Kollege Theurer, wenn Sie sagen, in den Hotels herrscht Zettelwirtschaft, glaube ich, Sie haben lange nicht mehr im Hotel übernachtet. Da geht mittlerweile alles elektronisch und digital. Denn dort ist die Digitalisierung schon angekommen. Und zu dem Bashing, was dem Staatssekretär hier übergeholfen wurde in Sachen Tourismusstrategie und es passiert nichts, dann frage ich Sie, Herr Münzenmaier, wo waren Sie denn am 3.12., wo der Tourismusbeirat des Wirtschaftsministeriums getagt hat und der Staatssekretär 6 Stunden mit den Fachleuten aus Deutschland diskutiert hat, wie wir die Tourismusstrategie bringen. Die Einladung habe ich auch rechtzeitig bekommen. Übrigens war ich der einzige Abgeordnete, der dort anwesend war. Gut, aber wichtige Dinge kann man dann auch mal verlagern. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zu 2 Punkten, die für mich von großer Bedeutung sind, damit sie auch in den Bestandteil dieser Tourismusstrategie werden. Erstens, wir haben eine sehr gute Entwicklung des Tourismus in den großen Städten. Wenn ich mir die Zahlen von 2017 angucke, wo München, Leipzig im Plus von 14% hatten, Köln immerhin von 9% und Hamburg von 5%. Im ländlichen Raum sieht es nicht so aus. Dort ist es deutlich schwieriger. Die DZT, die wir ja in diesem Jahr erstmalig mit mehr als 30 Millionen Euro unterstützen, hat im Jahr 2016 damit begonnen, den ländlichen Raum stärker zu bewerben. Und ein guter Erfolg, muss man sagen, war das Lutherjahr. Dort hat sie ja international Werbung für Deutschland gemacht, insbesondere für die Lutherstadt Wittenberg. Und dort ist es also so gewesen, dass in Sachsen-Anhalt die Übernachtungszahlen um 14% angestiegen sind. Ich denke, das ist ein gutes Ergebnis. Und da können wir auch zufrieden sein, dass wir die DZT haben, die international unterwegs ist. Und ich glaube, die Kolleginnen, die in Peking, in Nordamerika und in Österreich unterwegs sind, für uns arbeiten, haben mal Beifall verdient. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal auf das Thema ländlichen Raum zurückkommen. Hier sind aus meiner Sicht große Potenziale zu heben, die teilweise sich sehr gut entwickelt haben. Ich erinnere an unsere 16 Nationalparks, ich erinnere an die 16 Biosphärenreservate und hier gelingt es zunehmend besser, regionale Produkte, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen erbracht werden, an den Touristen zu bringen. Sie haben damit eine gute Umsatzentwicklung. Auf dem Weg sollten wir zukünftig unter anderem auch durch Abbau von Bürokratie die entsprechende Unterstützung geben. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, den wir unbedingt berücksichtigen müssen, ist das Thema Kreuzfahrten. Die Kreuzfahrer, die in den Häfen liegen und mit ihren noch selbst laufenden Kraftwerken dafür sorgen, dass die Emissionen an Feinstaub und NOx deutlich höher sind als alle Dieselfahrzeuge, zum Beispiel in Hamburg. Da müssen wir etwas tun. Und ich sage, der erste Schritt muss sein Landstromversorgung, der zweite Schritt muss sein katalytische Nachverbrennung in den Abgasanlagen und der dritte Schritt, und das ist dann der entscheidende, die Kreuzfahrer müssen auf LNG umgestellt werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe es gesehen. Vielen Dank, lieber Kollege Schulze. Damit schließe